es ist Frühling in Münster und die Sonne blendet tierisch. Und was macht man am besten im Frühling in Münster? Richtige Antwort, Ballonfliegen. Wir haben dazu einen Beitrag gemacht. Ich stehe jetzt gerade mit dem Sebastian und man sieht bereits, dass der Ballon im Hintergrund ist. Ich selber verstehe es natürlich nicht, deswegen lasse ich mir das mal schön erläutern. Also was sehen wir hier und was wird genau gemacht? Ja, erstmal herzlich willkommen zu eurer ersten Ballonfahrt hier beim Mongolfieren-Club Gremmendorf. Wir haben jetzt hier den Ballon schon mal ausgelegt und aufgebaut. Am unteren Rand haben wir den Korb, mit dem ihr gleich euch in die Lüfte erheben werdet. Oben dann die Ballonhülle. Die wird gleich mit kalter Luft erstmal vorgefüllt, bis sie so zu zwei Dritteln voll ist. Dann fange ich an, mit dem Brenner die Luft warm zu machen und warme Luft steigt nach oben. Und in dem Moment stellt sich der Ballon und der Korb entsprechend hin. Dann ist erstmal soweit die Vorbereitung abgeschlossen. Für euch ist dann Zeit einzusteigen. Wir machen das Ganze immer wärmer und dann werden wir uns in die Lüfte erheben. But in the backseat of the car. Ja, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, aber wir sind noch nicht über den Wolken. Allerdings befinden wir uns schon über Gremmendorf oder über Münster. Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt über dem Ortsteil Hiltrup Ost. Fahrthöhe haben wir zurzeit ungefähr 200 Meter. Wir werden jetzt weiter steigen auf ungefähr 300 Meter, sodass wir dann die gesetzlichen Vorschriften auch alle einhalten. Ihr habt jetzt den Ballon aufgeblasen, also kurz für unsere Zuschauer, was sie verpasst haben. Wir sind in die Luft gestiegen und ihr kalkuliert jetzt genau irgendwie ein... An Menge von Luft, wie lang die Fahrt geht oder wie wird das genau gemacht? Ja, also wir planen nicht den Luftinhalt, sondern der Luftinhalt in der Hülle beträgt immer 3400 Kubikmeter. Und das, was wir machen, ist die Luft entsprechend heißer oder kälter werden lassen. Ab 80 Grad Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur hebt dieser Ballon ab mit 4 Passagieren. Und lasse ich den abkühlen, sinkt der Ballon. Wenn ich weiter heize, steigt der Ballon. Und das ist das Einzige, was wir heute beeinflussen können. Den Rest bestimmt rein der Wind. Was musst du denn während so einer Fahrt als Fahrer alles berücksichtigen? Ja, zum einen gibt es in Deutschland gewisse Luftraumstrukturen. Wir bewegen uns gerade in dem unkontrollierten Luftraum Golf. Da können wir erstmal machen, was wir wollen. Natürlich kann man in Deutschland nie machen, was man will, sondern auch da gibt es Regeln. Und zwar gibt es eine gewisse Höhe, die wir einhalten müssen. Und ansonsten sind wir erstmal ziemlich ungebunden. Ja, beim Ballonfahren erlebt man ja ziemlich viele exklusive Eindrücke aus der Höhenluft, die jetzt nicht unbedingt jeder hat. Begrenzt sich das bei euch beiden denn jetzt speziell auf das Münsterland oder wart ihr auch schon woanders unterwegs? Nein, wir waren auch schon woanders unterwegs. Man kennt das vielleicht aus dem Fernsehen, es gibt jedes Jahr diese Veranstaltung in Warstein. Da starten so um die 200, 250 Ballonteams. Da fahren wir auch regelmäßig mit. Dann gibt es die sogenannte Asimon-Golfjade, die ist natürlich dann wieder hier in Münster. Oder halt, wir fahren auch regelmäßig halt nach Österreich. Was ist der Unterschied zwischen Mongolfieren und dem eigentlich vielleicht für die meisten Leute bekannteren Ballonfahren? Also Mongolfiere ist im Prinzip, das Gebilde ist noch ein alter Sprachgebrauch, die Mongolfiere als Vorrichtung, im Prinzip heiße Luft gefüllt. Und was heute noch unterschieden wird, ist die Fahrerei zwischen Gasballonen und Heißluftballonen. Da kann man noch einen Unterschied feststellen. Und Heißluftballon ist eben mit viel heißer Luft und deshalb müssen wir mal wieder ein bisschen heiße Luft machen. Ja, wir hatten gerade 2 Meter Fall pro Sekunde drauf. Man kann das an dem Gerät da schön feststellen, das zeigt immer an. Unten natürlich die Höhe über normal Null und dann der Zeiger sagt uns, mit wie vielen Metern pro Sekunde wir fallen oder steigen. Wenn man dann noch ein bisschen tiefer ist und plötzlich kommen die Bäume näher, dann stellt man es auch ohne das Gerät fest, dass man fällt. Jetzt ist Mongolfieren ja auch durchaus ein Vereinssport. Wie messt ihr euch mit anderen Vereinen? Wie kann man sich das beim Ballonfahren vorstellen? Mhm. Beim Ballonfahren gibt es auch Wettkämpfe tatsächlich. Ja, bei uns geht es nicht darum, wer ist der Schnellste, sondern bei uns geht es immer darum, wer ist der Genaueste. Entweder man startet irgendwo und möchte zu einem Ziel hinfahren. Das kann man dann nur beeinflussen, die Windrichtung. Richtung in den unterschiedlichen Höhen gehen eventuell mal anders. Das ist das, was wir machen können. Und zum Zweiten ist eine ganz beliebte Aufgabe, dass ein Ballon startet. Der fährt dann 15 Minuten, kriegt 15 Minuten Vorsprung und der Rest versucht dahin zu fahren, wo der auch hinfährt. Und auf dem Landeplatz von dem anderen Ballon dann entsprechend so ein kleines Säckchen abzusetzen, das heißt dann Marker. Und wer da am nächsten dran ist, der gewinnt. Und jetzt wollen wir natürlich auch wieder sicher runterkommen, deswegen meine Frage, wie läuft so eine Landung denn überhaupt ab?
Ja, als nächstes Mal sehen wir ja die Landschaft voraus erstmal und müssen hier noch über das Windrad drüber wegfahren. Dann werden wir den Ballon ins Sinken bringen und zwar so lange sinken, bis wir ungefähr auf Baumhöhe sind. In der Höhe fahren wir und gucken dann immer im Voraus so, dass wir ein schönes Feld, hoffentlich nicht Feld, sondern heute eher Wiese finden oder vielleicht, wenn es nicht zu schnell ist, auch einfach auf einer Straße landen, die nicht zu sehr befahren ist. Und das wollen wir jetzt gleich mal angehen, wenn ihr soweit seid. Alles klar. Ich bin gespannt. I've been a lot to the movies lately. The last one ruined my heart. Ja, ja, ja. Ich schicke euch noch Charlie. I saw the world go down and under. Everything just fell apart. But in the backseat, in the backseat. Ja, zu meiner linken Seite befindet sich das Begleitteam, was uns hervorragend nun wieder nach Hause bringt. Und den Ballon natürlich auch. Und was sagt man unter Ballonfahrern zum Abschied? Bei uns heißt es Glück ab, gut Land. Wir wollen halt glücklich wieder runterkommen und brauchen dafür so geeignetes Gelände wie hier. Dann sage ich auch Glück ab, gut Land und empfehle auf jeden Fall mal eine Reise mitzuerleben mit diesem Ballonteam. Auf jeden Fall kommt nach Gremmendorf und fahrt mit. Darum hat Gott den Himmel bestellt als den schönsten Platz auf dieser Welt und er tut damit seinen Willen kund, auf dass nicht jeder Lumpenhund, mit denen unsere Erde so reichlich gesegnet, uns fröhlichen Luftfahrern dort oben begegnet. Raphael, mit dem Feuer, was sich in die Luft erhoben hat. Feuer, ja. Muss ich das nachsprechen? Nein, du brauchst gar nichts mehr sprechen, nur stillhalten, dass mir nicht die Finger verbrenne. So, hui, das bringt er dir gut. Und dem guten Krombacher Pilz. Taufe ich dich auf deinen neuen adligen Namen. Raphael, der neugierige, mit Mikrofon bewaffnete Luftritter von Münster über den Feldern zu Rinkerode. Herzlich willkommen im Adelstand der Mausfahrer. Du darfst dich schon erheben. Was wird abtropfen? Nicht schütteln. Münster, meine Stadt, das war schon wieder für diese Woche. Und da kommt mein Ballon. Ich muss los.